Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Anime Clicker Simulator. Wieder mit dabei ist Lukas. Hallöchen. Und ja, ich bin gerade am Überlegen, was wir in dieser Folge machen. Also bis zur 90k Welt. Also ne, stimmt ja, wir wollten ja zur 450k Welt. Also Gem Welt. Das könnte man jetzt mal ganz schnell nebenbei machen. Um. Da können wir uns nämlich dort richtig gute Pets holen und dann können wir schauen, ob wir damit weiterkommen. Gibt es hier Pets? Jawohl. Und die Pets kosten nur 770.000 Gems. Aha. Okay, heißt, die sind aber auch mega gut. Also der 15% hat 120. Nur? Was für nur? Kauft ihr doch gar keine, findest du das besser? Hm. Was hat in der letzten Welt der 120er? Der 15er? Was meinst du? 100, gell? Oder? Ja. Hm. Ja, 20 mal mehr. Also 20 Multiplier mehr. Willst du lieber Minus? Nee, aber für den Preis. Hm. Okay, jetzt brauchen wir noch ein bisschen. So, da müssen wir rebirthen. So. Ich habe immer so einen geilen Bug, dass ich dich nicht höre, sobald ich meinen zweiten Account auslogge. Gut. Okay. Wir haben jetzt zweimal welche gezogen. Mal schauen, wie gut die sind. Oh, ich habe sogar den Epic. Cool. Den 5% auf? Ja. Ach, warte hier. Wie gut ist der? Na, 120 hat der Epic, also. Bist du Mr. Witzig oder was? Hä, hey, warum was ist das? Du bist nicht Mr. Witzig. Ich habe gefragt, wie viel der 5% hat. Du hast gesagt, der hat die 5%. Nee, Epic. Also, Epic sind 15. So, dann rebirthen wir noch einmal und sparen jetzt noch mal auf 100, nicht 100, 770.000. So. Okay, das glaube ich der schlechteste. Ja, der schlechteste. Cool. Ja gut, ist aber immer noch besser als die, als der 20%ige. So. Oder 20 mal Multiplier. Hey Leute, diese ganzen Zahlen, die machen ja mit der Zeit auch ein bisschen Ballaballa im Kopf. So. Nehmen wir uns mal das. %40, cool. Oh, der hier hat aber 80, okay. So. Okay. Gut, vielleicht kriegt man jetzt einen besseren. Die hat
25% und die hat einen Multiplier von. Ah, mach 120, okay, cool. Lohnt es sich jetzt noch welche zu ziehen? Er hat den 40er müsst. Also wir haben jetzt noch zwei, die 40 Multiplier haben. Aber wir können ja noch einmal ziehen und können gucken. So. Was richtig cool wäre, würden wir mal den 1%igen kriegen. Aber ich denke mal, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, ich habe den schlechtesten. Okay. Okay, jetzt kriegt man schnell ein paar Millionen zusammen. Was für ein Rebirth bräuchten wir denn für die 90 Millionen Welt? Millionen Energie und dann haben wir auch nur 2,4 Millionen. Oh Leute, das sind wir jetzt langsam an der Sackgasse, aber ich wüsste, was wir noch machen können. Wir können nämlich zum Spawn und können uns hier noch ein paar Rebirths holen. Oder halt Rang-Upgrades. Mal 3 Gems, okay. Das wird also immer mehr. So. Wartet kurz. Einmal rebirthen. Okay, die Rebirths lohnt sich halt schon mega. Warte, ich upgrade hier erstmal. Was brauchen wir jetzt überhaupt für den nächsten Rang? Habe ich ganz vergessen. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz gucken. Wir können ja nebenbei ein bisschen klicken. Wobei es macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Der nächste 120 Millionen. Okay. Ich denke mal, darauf können wir jetzt direkt sparen, wenn wir dann jetzt hier noch upgraden. So. Ich weiß halt nicht, lohnt es sich jetzt nochmal zu upgraden? Also hier Schlag. Naja, Schlag zu upgraden macht, glaube ich, keinen Sinn. Okay, dann sparen wir jetzt auf 120 Millionen. Ja, das ist ein bisschen mehr. Ich kriege aber auch 2 Millionen Energie pro Klick. Der nächste Rang kostet 8,5 B. Hab mal 8. Ja, moin. Ja, also der wird jetzt schon teuer. Wie schnell kann man überhaupt klicken? Gibt's irgendwie einen Cooldown? Keine Ahnung.
Okay, wir haben gleich genug. Weißt du, was ich jetzt für einen Big Brain Move mache? Was? Ich mache es immer. Also, ich hole mir nur übelst wenig Practice Upgrades, damit ich mehr Upgrades in der Welt holen kann, wo man zwei kriegt. Weil der Preis ist ja gleich. Hm. Wie viel? So, wir haben uns jetzt ein bisschen geholt, also ein bisschen Schlagzeug und nun, also ein paar Schlag-Upgrades. Und jetzt gehen wir zu der 2-Millionen-Welt und holen uns dann dort weitere Schlag-Upgrades. Dauert ja nicht wirklich lange. So. Okay. Ab in die 2-Millionen-Welt. Ab in den Urlaub. So. Ich hole mir jetzt auf konstant um 2,5 Millionen Würfel. Jawohl, Leute, jetzt geht's hier richtig ab. Oh, aber das Geld wird offen. Oh, und da haben wir einen. Wie viel kostet jetzt das nächste Update? 323.000. Ja, das ist etwas. Ja, ein bisschen. Okay. Mir kostet das 900k. So, ich würde sagen, wir rebirthen noch einmal. Ich meine, Rang upgraden. Auf 480 Millionen. Aber okay, ist machbar. Definitiv. Ich mache jetzt einen Move, der nicht wirklich smart ist, aber den ich machen will. So, ich würde sagen, ich denke mal eher, wir werden jetzt ein Rang-Upgrade machen und dann war es das auch schon mit dem Video.
Weil mehr werden wir dann klar auch nicht schaffen. Rebirth. 140 Millionen etwa. Ja, okay, davon bin ich noch minimal entfernt. Und hier. Man braucht nur 1,01 T an Top. Ach, Top Energy. Das wundert mich ein bisschen, dass man nur so wenig braucht, weil es gibt Rebirth Upgrades, die kosten 5 T Energy. Und eins, das kostet 250 T Energy. Das ist. Du weißt schon, dass das keine Rebirth Upgrades sind, ne? Ja, also nee, ich meine, die haben ja Top Energy. Das ist ja das. Ja, ich weiß. Ja. Wir haben gleich, na ja, gut, was heißt gleich? Wir haben bald die 400, was waren es? 480 Millionen. Ich gehe gerade auf 90 Millionen. Okay. Wie viel könnte ich, wenn ich jetzt hier das ganze Geld ausgeben würde, was ich jetzt zusammengesammelt habe? Ja, gut, könnte ich mir 5 Millionen holen. Mega viel. Aber Leute, wir haben gleich endlich genug. Aber guck mal, wir müssen jetzt bedenken, wir sind ungefähr eine Stunde so weit in dem Game gekommen. Man kann sich das ja auch anzeigen lassen, oder? Total Fund 18%, ja gut. Okay, Total Energy, ja, 511 Millionen. Was? Ich kaufe jetzt die 90 Millionen Welt. Bei nur 625 Schlägen? Okay, das ist ja gar nicht mal so viel. Wie viel hab ich? Ja. 333. Eine Stunde und 8 Minuten. Und du? Okay, ich habe eine Stunde und 7 Minuten. Ich habe mehr. Krass. Das ist aber trotzdem nicht besser als ich. So. Naja, gut, das ist aber wirklich in jedem Game so. Irgendwie. Ich spare mal auf 30 Millionen, da kann ich mir zwei Pets holen. Was mich zum Schuss bringt, was bringt mir das? Na gut, vielleicht haben die Pets ja einen Gem-Multiplayer. Ich hoffe das so hart, dass die einen Gem-Multiplayer haben. Ja, das wäre mega geil. Ich kauf sie. Ich hab okay. Gobu, Gobtu. Und? Benimar. Hab ich auch nochmal gekauft. Und? Sie geben keinen Jambus. Du bist jetzt in der 90 Millionen Welt, gell? Ja. Also irgendwie will mich der mittlere verarschen. Muss man 30 Mal in die letzte Welt gehen, um da überhaupt das. Muss man aus den besten ein, die besten ziehen, um gefühlt mal zwei Gem-Multiplier zu kriegen oder was? Vielleicht kriegt man erst in der letzten Welt. Das wäre doch komplett bescheuert. Na gut, stimmt ja, weil die letzte Welt, da kann man sich ja nicht mehr
danach so viel holen. Oder danach bringen die Gems eh nicht mehr. Oder es kommt, na wobei im neuen Update macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Weil dann wird es ja draußen sein, also. Na naja, gut, wir rebuffen noch einmal. Okay, gut. Damit würde ich sagen, das war's auch mit dem Video. Wir kaufen uns jetzt noch die 2 Millionen Welt. Okay, das war's mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt. Und schreibt auch gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare. Und damit würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.